Hallo Leute, ich bin Klaus Moorhammer, ich bin hier die Plaudertasche, der Moderator beim Oldtimer-Treffen am Großen Weserbogen und ihr seht jetzt Horst TV. Wieder mal volles Haus beim historischen Auto- und Motorradtreffen zum Saisonauftakt am Großen Weserbogen in Porta Westfalica. Auch an diesem Wochenende meinte es der Wettergott mit den beiden Veranstaltern Dieter Knorrenschild und Erich Rostek wieder besonders gut. Der strahlende Sonnenschein lockte Hunderte von historischen Fahrzeugen und Oldtimer-Fans in den Freizeitpark am Ufer der Weser. Ich grüße die Fans von Horst TV und hier vom Großen Weserbogen das 5. Oldtimer-Treffen bei bestem Wetter. Und ich denke, dass hier so circa 900 Autos heute das Treffen besuchen werden. Und das ist wirklich absolute Spitze. Wirklich, letztes Jahr war ich ja schon, dachte ich, naja, ob das Wetter auch diesmal hinhaut. Es haut auch diesmal wieder hin. Also zum 5. Mal Bombenwetter, was wollen wir noch mehr? Wir grüßen also alle Oldtimer-Freunde vom Großen Weserbogen. Ja genau, Walter. In Porta Westfalica. Genau, und hier auf dem Veranstaltungsgelände strahlten alle Oldtimer-Besitzer wie Schaulustige bestens gelaunt um die Wette. Und dann trafen wir noch dieses Pärchen. Hallo, wir sind Fabian und Mareike Georgi. Wir haben vor circa einem Jahr geheiratet. Und wir wollen heute ein paar Aufnahmen von unserem Ford Taunus machen, denn wir vermieten den auch als Hochzeitsauto. Also wir sind jetzt zum ersten Mal auf diesem Treffen und sind total begeistert. Es ist super Wetter, die Leute sind super gut drauf und es sind super tolle Autos hier. Nur zu empfehlen. Gegen Mittag schien das Gelände förmlich aus den Nähten zu platzen. Sollte sich hier ein neuer Besucherrekord anbahnen? Was treibt die Leute eigentlich zu den Oldtimer-Veranstaltungen? Ich bin Isabel Frischmuth und ich komme immer gerne zum Oldtimer-Treff am Großen Weserbogen, weil hier tolle Autos sind und interessante Leute. Ich finde, es ist einfach sehr schön, hier zu sein, alle Autos zu sehen, die Leute zu treffen, die über alte Autos ein Kulturgut Bescheid wissen. Ich bin hier heute auf der Oldtimer-Show, Porta Westfalica, Weserbogen, mit dem Wagen meiner Tochter, 67er Mustang, V8. 5 Liter Maschine, ca. 300 PS. Ich bin mit 5 Jahren infiziert worden mit dem Ami V8 Virus durch meinen Onkel, der hat einen 67er Chevy Bel Air gehabt. Ja, wir kommen eigentlich ganz gerne hier hin, wegen der schönen Autos, ne? Oder? Ja. Auch. 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 Weil es hier immer sehr, sehr lustig ist und schön und ja, man trifft nette Leute, kann sich gut unterhalten. Meistens haben wir auch Glück mit dem Wetter. Das auch noch. Ja. Habt ihr auch einen eigenen Oldtimer? Nee, leider nicht. Wollt ihr einen haben? Oder könnt ihr euch mit einem Auto schon mal so anfreunden? Was wäre dann euer Wunsch-Oldtimer? Pontiac GTO. Okay. Pontiac GTO wäre so mein Knaller. Ja, und ja. Deiner? Ja, der kleine rote da. 914er hier? Zufällig mein Auto. Das passt ja. Das war nicht abgesprochen vorher. Okay. Gut, dann danke ich euch und wünsche euch hier einen schönen Tag beim Oldtimer-Treffen am Großen Weserbogen. Ja, herzlichen Dank. Euch auch noch. Dankeschön. Das war tatsächlich nicht abgesprochen. Aber der kleine Rote wird auch nicht verkauft. Also die Besucher kommen nicht nur wegen der schönen Autos und Motorräder hier zum Weserbogen, sondern auch um Freunde und Bekannte zu treffen, um einfach einen wundervollen Tag zu genießen. Und das kann man hier bei interessanten Benzingesprächen. Hier sieht man echte Hingucker. Ja, und dann sind da auch noch die Schrauberkünstler wie Arno Oelke. Mein Name ist Arno Oelke, ich komme aus Flotho und ich komme schon das 5. Mal hier hin zum Großen Weserbogen hier und ich komme immer wieder gerne. Und ich habe einen Opel GT, das ist ein Baujahr 73. Und ich habe den von Grund auf an alles komplett selbst gemacht, ohne dass ich irgendwelche Autoschlosser dran habe arbeiten lassen und so weiter und so fort. Alles mit Liebe und alles das, was ich gemacht habe, ist selbst gemacht.
Ich habe das Auto sogar, also selbst lackiert im Winter in einer Scheune. Und ja, gut, ich habe die Sitze selbst genäht auf einer normalen Nähmaschine, was man sich gar nicht vorstellen kann eigentlich. Aber die Einspritzanlage habe ich, also ich habe ihn umgebaut auf Einspritzanlage, weil die Rolex-Vergaser immer, da gibt es immer große Probleme mit der Einstellung. Und ein Weber-Vergaser wäre eine Alternative gewesen, aber da bin ich zu dem Zeitpunkt nicht also rangekommen. Und deswegen habe ich ihn umgebaut auf Einspritzer. Gegen 18 Uhr am späten Nachmittag hieß es dann Abschied nehmen. Ein wundervoller Tag ging hier am großen Weserbogen in Porta Westfalica wieder einmal zu Ende und alle konnten zufrieden sein. Wir sind heute wieder sehr zufrieden hier mit dem Treffen Oldtimer am großen Weserbogen und wir haben das also diesmal getoppt gegenüber dem Herbsttreffen 2015 sind mit Sicherheit diesmal an die 1000 Oldtimer hier erschienen. Und wir hoffen, dass es im Herbst, beim Herbsttreffen 2016, genauso erfolgreich wird wie heute.